Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, den letzten Vortrag anzukündigen. Es ist aber auch an der Zeit, sich zurückzulehnen, die Tüte Chips rauszuholen, die nicht da ist, das Bier zu öffnen, falls noch jemand Bier möchte, und auf den nächsten Speaker zu warten, den ich hiermit gerne ankündige. Die Story, die Florian erzählen wird, ist phänomenal in meinen Augen. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend das Herz und den Mut gefunden hat, hier darüber zu sprechen, was er die letzten paar Jahre so getrieben hat. Und ich würde mal sagen, es geht um viele Nullen hinter der ersten Zahl. Und es geht um viel Erfahrung und es geht um viel Scheitern, denke ich, aus dem man viel lernen kann. Ich freue mich sehr, dass heute Abend Florian Hoffmann, ehemaliger Geschäftsführer der Firma Pay als Startup aus Wiesbaden, hier ist. Florian. Ja, schönen guten Abend. Warum dieses Auditorium genau das Richtige ist, um ein Scheitern zu feiern, werdet ihr ganz am Schluss der Präsentation erfahren. Aber vielleicht erst nochmal, um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Florian, ich bin 35 und kein Millionär, wie es so schön auf Facebook in der Einladung stand. Ich bin einer von drei Gründern von der Firma Pay. Pay ist die einfachste, schnellste und sicherste und auch bequemste Art, mit dem Handy zu bezahlen, 2014. Seitdem ist viel passiert und dafür werde ich euch ein bisschen was drüber erzählen. Wir haben Pay gegründet eigentlich als sogenanntes Spin-off aus einem Inkubator, den ich gegründet hatte mit eigenen Freunden. Unser CTO kam aus dem Urlaub zurück mit einem Prototypen, mit dem du mit einem PayPal-Account von Handy zu Handy Geld bezahlen oder überweisen konntest. Wir sind fast ausgeflippt. Das war eine perfekte Lösung für die Pizzaschulden, die wir intern immer hatten. Uns war aber klar, da ist eine ganze Menge mehr Geld mit zu machen in diesem Markt und sind gestartet. Wir haben innerhalb von 8 Wochen den Prototypen hochgezogen, Pitch-Decks gemacht, Business-Modeling gemacht, eine Strategie zurechtgelegt und sind nebenbei, weil ich habe eigentlich noch 2 andere Produkte verantwortet, losgerannt und haben Investor für das 3. Produkt und das war dann Pay gesucht. Wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von 6 Wochen 1 Million Funding einzusammeln, um das ganze Ding nach oben zu ziehen. Das war unglaublich und wir haben uns gefühlt wie die Götter in Frankreich. Es war ein absolut berauschendes Gefühl. Wir haben gedacht, wir haben alles richtig gemacht. Wir machen das, wie es im Internet steht, mit dem Lean und dem Allen und iterativ und tralala. Boah, wir haben uns richtig gut gefühlt und es war eine geile Zeit. Das Spannende dabei war, dass wir die richtigen Leute gefunden haben und es ging einfach extrem schnell weiter. Wir sind innerhalb von 1,5 Jahren auf über 25 Mitarbeitern gewachsen, hatten nach 12 Monaten schon Kooperationsdeals mit 3,5 Milliarden Euro Transaktionsvolumen gesichert und ganz geile Nischenlösungen gefunden, die uns in den nächsten 2 Jahren prognostiziert haben. Wir kriegen mindestens 500.000 User an den Start und das ist für Mobile Payment richtig, richtig viel, weil wer es weiß, unsere größten, das ist sehr beruhigend für mich, unsere größten Konkurrenten, Yapital, die sind schon vor uns offiziell gescheitert. Wir scheitern erst heute offiziell und die hatten ein paar Tausend irgendwie am Ende. Also wir hatten wirklich mehr Transaktionen im Monat als unsere Wettbewerber in dem ganzen Jahr. Das war alles ganz, ganz toll. Und auch unsere Business Angels waren richtig, richtig fleißig. Wir haben mit einem angefangen, das war ein Top-Headhunter im Finance-Bereich in Deutschland. Ich war wirklich in jedem Bankenvorstandszimmer. Ich weiß, wo die Teppiche am dicksten sind in Frankfurt. Am Ende hat es mir nichts gebracht. Aber es war richtig, richtig spannend und es hat angefangen zu kriseln. Wir haben es nur nicht gemerkt, weil wir haben gedacht, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben jeden Deal knallhart verhandelt. Ich habe extrem hoch mit meinen Freunden gepokert. Wir hatten am Ende insgesamt 4 Millionen eingeworben am Ende der Fahnenstange und es ging nichts mehr weiter. Dabei haben wir gedacht, wir sind unantastbar. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch 65% der Gesamtanteile beim Management und bei den Mitarbeitern. Ein Wahnsinnsergebnis. Aber je höher du pokerst, desto schneller fällst du runter. Und mein Tipp und meine erste Lektion war, wenn irgendwann ein Investor übergriffig wird auf deine Position oder auf die Produktstrategie, dann bleib ganz cool, handel Konditionen aus, nimm, was du kriegen kannst und lauf, Forrest, lauf. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich war moralisch in der Pflicht, das Unternehmen und meine Produktidee zu verteidigen und meine Freunde sowieso, die noch ein bisschen tiefer als ich in der Scheiße hingen, weil ich war ein bisschen schlauer und habe nicht so viel Eigenkapital eingebracht. Aber am Ende war es so, dass wir uns entscheiden mussten quasi, gehen wir den Weg mit den Investoren weiter oder gegen die. Und wir haben versucht, 1,5 Jahre zu kämpfen und ohne bestimmte Gesellschafterkreise das Unternehmen weiter zu finanzieren. Und es ist alles kaputt gegangen. Ein wunderbar innovatives Produkt mit wirklich einem wunderbaren Team, was sich den Arsch aufgerissen hat, um diese Erfolgsstory zu schreiben. Und am Ende stehst du ganz alleine da und musst noch ein Jahr die Firma abwickeln. Und ich weiß für mich,
Sobald es am Ende nur noch um Machtspiele geht und nicht mehr ums Produkt, bin ich das nächste Mal raus. Meine erste Lektion. Die zweite Lektion war, traue deiner Intuition und deinem Bauchgefühl mehr als deinen Argumenten. Kleine Anekdote, ein Investor hat sich beim Investorencheck rausgestellt, war, sag ich mal, bekannt für egozentrierte Deals mit einer leichten Selbstbereicherungstendenz, wobei sein Team auf der Strecke geblieben ist. Sogar mein Vater kannte den Typen aus der Presse. Das will was heißen, der war Schornsteinfeger, ja? So, also, wir haben mit dem Typen 3 Monate Due Diligence gemacht, wir waren völlig über unserem Limit, irgendwann haben wir ihn konfrontiert und er war total betroffen von dem Eindruck und hat sofort so gesagt, Mensch, pass auf, wir brauchen noch ein paar Wochen, ich gebe dir jetzt 50% der Investitionssumme, schon vor Vertrag, dann machen wir den Vertrag fertig quasi und dann gebe ich dir den Rest. Es ging damals um insgesamt 1 Million Euro, er hat 500.000 in dieser Woche sofort bezahlt. Aber Kinder, bitte nicht nachmachen. Du begibst damit dich in einige Probleme. Wie dem auch sei, wir haben es durchgezogen. Es hat auch geklappt, aber dieser Mann war derjenige, der 14 Monate später kurz per Telefon uns die Übernahmekondition diktiert hat und dann einfach wortlos aufgelegt hat. Trust your intuition. Der nächste Punkt ist der persönlichste. Bleib glücklich bei dem, was du tust. Ich selber bin nicht nur Gründer, sondern leidenschaftlicher Vater und Ehemann. Familie kommt mal mir vom Job, aber ich selber bin dabei auf der Strecke geblieben. Und es gibt ganz einfache Verhaltensregeln, ganz einfache Punkte, die du dir einfach mit einkalkulieren solltest. Es gibt ganz einfache wie, kalkulier dir von Anfang an ein gescheites Gehalt ein und fang nicht an, wenn das Geld nicht da ist. Ein anderer Punkt, der wichtig ist, verzichte nicht auf deinen Urlaub. Ich hatte am Ende 80 Urlaubstage offen. Wen interessiert das? Keinen. Außer dich und deine Familie. Und 80 Tage weniger Freunde und Familie und du läufst nur noch 50% deiner Leistungskapazität und bist völlig am Arsch. Ein anderer Punkt, der auch extrem wichtig ist und den ich gelernt habe, du musst dich genauso professionell aufs Scheitern vorbereiten wie aufs Gründen. Geh den Worst Case durch. Und das heißt für mich persönlich, und das ist ein ganz wichtiger Tipp, nimm dir eine gescheite Versicherung, das nennt sich D&O oder auf Deutsch Management Haftpflichtversicherung inklusive einer Rechtsschutzversicherung. Ich kann das von mir erzählen, es ist nicht nur einiges schief gelaufen im Startup, sondern es war einfach auch so, dass ein Lizenzpartner, mit dem wir zusammengearbeitet haben, das Scheitern nicht so toll fand der Company und uns bei der Staatsanwaltschaft angeschwärzt hat und richtig Trouble gemacht hat. Das komplette Jahr 2015 ist bei dem Jahr raufgegangen für ein Ermittlungsverfahren wegen Insolvenzverschleppung, Betrugsvorwürfe und so weiter und so fort. Und es hat bis Dezember, ich habe dann quasi ein Weihnachtsgeschenk vom Staatsanwalt bekommen, es hat 8 Monate gebraucht, bis quasi das abgeschlossen war und klar war, es gibt noch nicht mal einen Anfangsverdacht, alle Indizien oder Anschuldigungen oder Rechtsmittel, die eingelegt worden sind, fahrlässig, aber ich war bewegungsunfähig. Ich konnte in keiner Fintech-Branche, in meiner kompletten Branche, wo ich war, keinen Fuß auf die Tür bekommen, weil ich hätte meinen Namen verbrannt, wenn rauskommt, ich will ja irgendwo einen Führungsposten in irgendein Projekt bei der Bank und das geht durch die Compliance-Prüfung, wäre ich durchgefallen. Und deshalb Kosten-Nutzen-Relation, es lohnt sich 2.000 bis 3.000 Euro im Jahr für sowas zu investieren. Ich hatte am Ende eine Versicherung, die mir 35.000 private Anwaltskosten übernommen hat. Ich musste nicht eine Nacht schlaflos verbringen deswegen. Das geht auch beim Scheitern. Mach es richtig und bereite dich auf den Worst Case vor. Ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist, schnell scheitern ist toll, aber es bringt nichts, wenn du Reviews schwänzt. Ja? Der ganze agile Lean-Startup-Bereich ist super, aber du musst in die Reviews, du musst Methoden entwickeln, wie du deine Fehler und deine Misserfolge, die im kleinen Alltag passieren, ich rede nicht über die großen Patzer, die sowieso jeder zieht, wie du die analysierst und daraus lernst. Es bringt nichts. Du musst dich diesen Fehler stellen, du musst dich auch dem Team stellen und es darf auch wehtun, denn Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Lass dich drauf ein. Und die letzte Lektion, die ich gelernt habe, höre auf die Bedenkenträger und die Nörgler in deinem Team. Der Pay-Deal bei uns war ein Riesengeschenk und wir waren absolut darauf angewiesen. Aber es gab Bedenkenträger, die gesagt haben, ey, das passt mit den Annahmen nicht, die Konditionen sind nicht so klar, was ist, wenn das und das passiert. Aber ich, das Management und der Vertrieb, wir haben uns einfach nur einen Ast gefreut, weil das Volumen so hoch war und da stand Exklusivität davor und so weiter und so fort. Und haben das richtig gefeiert. Am Ende hat sich gezeigt, dass nicht alles richtig war, aber es waren valide Punkte dabei, die ich besser abgeklärt hätte. Das heißt, gerade bevor ihr tolle Deals eingeht, bevor ihr denkt, der Investor ist es oder das ist der Corporate, mit dem ich jetzt auf jeden Fall arbeiten kann, hör auf die Bedenkenträger und nutze diese Perspektiven. Wenn du den schwierigsten Bedenkenträger überzeugst, dann ist es ein guter Deal. Und wenn nicht, validier die Gründe, die dich dazu bewegen, in diesen Deal einzugehen. Und das Fazit aus meiner Gründungsgeschichte letztendlich, nach 3,5 Jahren Kampf, aber auch vielen Freunden drehen, ich weiß für mich,
Ich bin ein Gründer, ich bin ein Pionier und ich will nicht aufhören damit. Ich liebe es, diese Herausforderung, die Realität der Vision anzupassen und nicht mehr umgekehrt. Ich liebe es, weil ich schneller lerne, als irgendwo in der Uni oder irgendwo in einem Corporate oder bei irgendeinem VC zu arbeiten. Und ich liebe es, weil ich selbstverantwortlich auch meinen Beruf und meine Familie miteinander vereinbaren kann und auch muss. Unternehmertum bedeutet auch Freiheit. Dass Freiheit mit Verantwortung einhergeht, ist klar. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was alle diese Tech-Giganten mit mir gemeinsam haben. Der letzte Grund, warum ich wahrscheinlich auch gescheitert bin ein bisschen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es mir einfach ein bisschen an Bildung gefehlt. Ich habe nämlich im zweiten Gründungsjahr mein Studium abgebrochen, weil das Startup so gut lief. Vielleicht hat es auch daran gelegen, das müsst ihr beziehungsweise mein Team fragen, die wissen das wahrscheinlich besser. Wie dem auch sei, ich bin jetzt wieder am Start. Die nächsten 12 Monate sind schon wieder durchgefundet. Wer Bock hat mitzumachen, ich brauche noch ein paar Coder, eine Online-Rampensau und irgendjemand, der richtig gut im Business Modeling ist. Ansonsten vielen Dank, dass ihr an meinem Scheitern teilgehabt habt und für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank. Applaus